Also wenn ich die 20 Scheine alle aufgehoben habe, habe ich 100 Euro. Wenn ich dafür aber weitergehe und finde ein anderes Nest mit 500ern oder wenigstens nur einen, dann habe ich das Fünffache, als wenn ich diese ganzen Scheine aufhebe. Was entscheidet Seite 21 über Ihr Einkommen? Was entscheidet über Ihr Einkommen? Klar. Bestimmte Systeme, bestimmte Glaubenssätze, ein bestimmter Zustand. Das wissen wir jetzt. Wir müssen wissen, unser Einkommen schaffen wir selbst. Und die Höhe unseres Einkommens liegt zu 90% alleine an unserer Positionierung. Wer das noch nicht kennt, der kann das gar nicht glauben. Die Höhe unseres Einkommens liegt zu 90% alleine an unserer Positionierung. Das heißt, und wie gut unsere Positionierung ist, liegt an unseren Systemen, liegt daran, was wir über Positionierung glauben und welche Gefühle wir über Positionierung haben. Also, zu 90% bestimmt sich unser Verdienst durch Seite 21 unten, was wir über Positionierung denken, fühlen und tun. Boah. Und das ist der Grund, weil das die meisten Menschen nicht wissen, ist das der Grund, warum die meisten Menschen so wenig Geld verdienen. Positionierung macht den ganzen Unterschied aus und die allermeisten Menschen haben das noch nie richtig gehört. Und wir wollen sicherstellen auf diesem Seminar, weil das der Turbo fürs Verdienen ist, dass Sie das wirklich in der Tiefe verstehen. Eine Frage an Sie. Würden Sie dieses Buch gerne kaufen? Na, ich habe Ihnen noch nicht die Rückseite gezeigt. Bom, bom, bom. Beide auf einmal? Würden Sie es nicht kaufen? Vielleicht sagt der eine oder andere, bei mir ist die Neugier so stark, ich gucke mir das mal an, aber wenn daneben ein anderes Buch wäre, zufällig eines von mir, Gesetze der Gewinner, und Sie das anspricht, dann würden Sie das nehmen und nicht das, stimmt's? Das Buch würden Sie nicht nehmen, warum nicht? Weil es nichtssagend ist. Da ist kein Titel drauf, das ist nichtssagend. Da ist kein Nutzenversprechen. Da ist keine Erklärung, warum ich das lesen soll. Da ist nichts Interessantes, da ist nichts. Und das, meine lieben Freunde, ist, wie die meisten Menschen mit der Beschreibung ihres Berufslebens durchs Leben gehen. Ohne Titel. Ohne Nutzenversprechen, ohne etwas, was neugierig macht. Einfach nichtssagend. Da kommt das Wort her. Wenn du nichts sagst, ist es nichtssagend. Positionierung macht genau den Unterschied aus. Durch Positionierung können Sie auf dieses leere Buch ein Wort schreiben oder einen Satz. Und dann wissen die Menschen, was Sie denen für Nutzen bringen können. Bei mir ist es ganz kurz. Ich bin Money Coach. Muss man das mögen? Nein. Fragen Sie mal meine Freunde in der linken Partei, wenn ich sage, jeder kann frei sein und der Staat darf den Menschen nicht zu viel Geld geben, außer sie brauchen es wirklich, weil er ihnen dann die Freiheit nimmt, weil er sie bequem macht, weil er sie zu Sicherheitsmenschen macht, weil er sie abhängig macht. Da sagen die, oh, ich habe den Teufel gesehen. Positionierung bedeutet nicht, dass sie jeder mag, aber es bedeutet, dass jeder weiß, wofür sie stehen, mit einem Nutzenversprechen. Und das ist etwas, was die meisten Menschen nicht verstehen wollen. Ich habe hier zwei 500er und 20 Fünfer. So. Und das mische ich jetzt. Mal gucken, habe ich auch alle? Ja. Das mische ich jetzt. Kaum ist Geld im Spiel, kommt die Kamera. Sehen Sie? So, jetzt habe ich das gemischt, jetzt werfe ich es hoch. Ich mag schon Geld, das ist so. So, jetzt sehen Sie hier die Scheinchen rumfliegen. Was wäre jetzt schlau als erstes zu tun? Die 500er aufheben. Dann will ich das mal machen. So, die habe ich jetzt. Was wäre jetzt als nächstes schlau? Die, die es nicht wissen. Was wäre jetzt als nächstes schlau? Sehr, sehr gut. Also man könnte ja denken, ich hebe das jetzt auch noch auf. Wenn ich fünf
Schein, also 5er-Scheine, 20 Stück davon aufhebe, wie viel ist das? Wer ist stark im Kopf rechnen? 100 Euro. Also wenn ich die 20 Scheine alle aufgehoben habe, habe ich 100 Euro. Wenn ich dafür aber weitergehe und finde ein anderes Nest mit 500ern oder wenigstens nur einen, dann habe ich das Fünffache, als wenn ich diese ganzen Scheine aufhebe. Und das ist eine ganz wichtige Lehre in der Positionierung. Sie können sich nicht nach allem bücken. Sie müssen sich nach dem bücken, was ihnen entspricht. Es geht jetzt nicht darum, dass das der Schein mit dem höchsten Wert ist. Es geht auch um Spaß, es geht um Sinn, es geht um Lebensqualität, es geht um das, was sie wirklich können. Aber es geht darum, dass sie das tun, was sie in ihrer Tiefe sind und nicht alles. Niemand ist alles. Wer versteht das? Und wer von Ihnen sagt, okay, ich möchte von jetzt ab 500er sein? Und nicht Fünfer. Ja, und Sie haben eben richtig gesagt, und die Fünfer, die können wir aber noch aufheben lassen, wenn das bitte eben jemand macht. Dankeschön, das ist sehr lieb. Du sitzt da drauf rumtrampeln, das ist auch irgendwie nichts. Warum, welche Lehre haben wir daraus zu ziehen? Auf Seite 22. Erstens, wir spezialisieren uns auf ein kleines Gebiet. Wir widerstehen der Versuchung, die Fünfer auch aufzuheben. Wir müssen der Erste sein, sonst sind die 500 da weg. Die sind sonst weg. Und wenn wir wirtschaftlichen Erfolg aus dem Expertenstatus ziehen, dann verdienen wir wirklich viel Geld.